Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar hat mich die Freebie-Box mal wieder erreicht. Also wenn du Bock drauf hast, diese ultimativ große Box mit mir auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Freebie-Box wurde mir ja schon mal kostenfrei zur Verfügung gestellt und jetzt habe ich eine weitere bekommen, weil denen das gefallen hat, wie ich das so gemacht habe und ich denke, es werden auch noch ein paar Folgen und ja. Das ist eine Box voll mit Werbegeschenken, beziehungsweise mit, ja, wie soll man das sagen, mit Goodies, die Firmen so weitergeben. Das kann sein, dass es irgendwie ein Kugelschreiber mit Werbeprint drauf ist. Es kann aber auch sein, dass es einfach irgendwie ein Gläschen mit irgendwelchen Leckereien ist oder so, was eben die Firmen so weitergeben. Ja. Und jetzt habe ich hier nochmal so eine komplette Box. Sie ist echt riesengroß. Sie kommt aus Wien. Also die Freebie-Box sitzt auch tatsächlich in Wien und ist dementsprechend dann auch ja, für viele Leute verfügbar. Ne? Also es ist, sie liefern europaweit. Die Boxen kosten zwischen 15 und 25 Euro pro Box bzw. pro Monat. Je nachdem, ob du eine einmalige Lieferung haben möchtest oder ob du ein Abo wählst und was für eine Laufzeit und so weiter. Und du hast hier ziemlich coole Produkte drin. Letztes Mal hat sie mich schon ziemlich erfreut und jetzt gucken wir mal zusammen rein. Achso, man hinterlegt natürlich auch so ein Profil, wo man angibt, welche Größe man hat, welche Interessen man hat, welche Vorlieben. Ich habe auch angegeben, dass ich einen Freund habe, das heißt, dass ich auch gerne Männerprodukte testen würde. Ich habe auch angegeben, dass ich einen Hund habe, deswegen hatte ich letztes Mal auch ein Halsband mit dabei und so. Richtig, richtig cool. Hast du auch schon mal eine Freebie-Box bekommen? Dann schreib doch mal gerne unten in die Kommentare rein, was in deiner Freebie-Box drin war. Ich finde es sehr interessant, was andere so in ihren Boxen drin haben, weil der Inhalt von diesen Boxen ist natürlich sehr unterschiedlich. Okay, ich muss mal eben kurz hier klarkommen. Okay, hier ist die Box. Mensch, und ich dachte schon, Alter, was ein Riesenpaket. Nein, hier haben wir die Freebie-Box an sich drin, die extrem gut geschützt war. Meine Herren, okay, dann öffnen wir die mal. Okay, so, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So schaut die Box von innen aus. Da haben wir erstmal einen Gutschein, 20 Euro von Jolly Days, über 6000 Erlebnisse zur Auswahl. Also ich denke so ähnlich, ne, wie man das von My Days oder wie auch immer kennt. Bis zum 31.03.2020 mit Freebie 2019 kannst du da entsprechend sparen. Jo. Jo. Verschenkt ihr so Erlebnisgeschenke? Habe ich mal bekommen, habe ich nie eingelöst. So, dann gucken wir mal hier. Oh nein, ich raste aus. Hier sind Kleidungsstücke drin. Och, wie geil. Nein, wie geil. Wie geil ist das denn? Von playbrush.com. Das finde ich voll schön. Das ist so ein richtiger Chill-Pulli. Ist der nicht niedlich? Ein geiler Hoodie. Den muss ich anziehen. Du hast ja deine, also man hat ja seine Größe angegeben. Ich gucke nochmal schnell rein. Das müsste eigentlich passen. Ja, das ist die Größe S. Ich hoffe, dass mir das passt. Weil solche Chill-Pullover hole ich mir natürlich immer lieber in M oder L sogar. Eben, damit sie halt schön weit und bollerig sitzen. Aber ich probiere den mal an. Leute, der ist von innen sogar richtig schön flauschig. Oh, ja, meine Frisur hat sich jetzt hiermit offiziell verabschiedet. Aber ist der geil? Das ist so ein richtiger Chill-Pulli. Ja, von der Armlänge her kannst du so runterziehen, ne? Definitiv ein cooler Chill-Pulli, ne? Ach, ich liebe sowas. Ich liebe es. Wie geil, dass dieser Pullover mit da drin ist. Ich meine, ja, du hast hier so einen Werbeprint drauf und hinten wahrscheinlich auch. Ja. Aber ganz ehrlich, für zu Hause zum Chillen oder wenn ich einfach mal so einkaufen fahre oder so, habe ich überhaupt nichts drum bei, dass ich den einfach trage. Ich meine, ich kenne diese Geschichte nicht. Playbrush. Kann ich nicht, weiß ich nicht, aber finde ich cool. Mag ich. Finde ich süß. Ja, jetzt sitze ich hier etwas chilliger vor euch. Ich krempel mir das mal hoch und dann gucken wir mal weiter in die Box, oder? Oh, ich liebe es. Was ist das? Warte, das muss ich auch mal gucken. Ob diese Kapuze? Ja. Oh, es ist eine richtige Kapuze und nicht nur so eine Öselkapuze. I love it. Boah, es ist chillig. Der kommt gleich direkt in die Wäsche und ist dann mein Chillpulli offiziell. Vielen, vielen Dank. Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. So, yay. Was haben wir hier? Japanese Miso. Boah, da muss ich echt an unseren Azubi denken, ne? With Rice Noodles. Weil unser Azubi hat immer so eine Nudelsuppe mit. Ich glaube, die stelle ich ihm wirklich am 2. Januar auf den Tisch. Mit freundlichen Grüßen, ne? Ja,
oder ich probiere sie tatsächlich mal selber. Das sind halt einfach so Fertig-Nudeln von Knorr. Richtig geil. Sowas ist eine schöne, schnelle Mahlzeit einfach mal, ne? Ja, er macht sich die auch ständig. 5 Minuten Terrin kenne ich eigentlich auch so, ne? Das sind halt quasi hier so mit japanischen Miso-Nudeln, keine Ahnung. Finde ich ganz cool. Doch. Ja gut, das ist eine schwierige Geschichte. Von Fit and Fun, das ist ein Kunststoffnapf. Das ist für Hunde, das ist per se ganz geil. Aber, das muss ich kurz dazu sagen, Sammy ist ja schon ein kleiner Schlawiner. Der trinkt nämlich tatsächlich irgendwie nur aus Keramiknäpfen und das nur draußen. Aber gut, das ist halt so ein schöner Reisenapf, den kann ich vielleicht bei meiner Ma deponieren, dass wenn wir mal da sind, dass er dann da seinen Notfallnapf hat. Was ich cool finde, ist, dass er hier so Anti-Rutschviecher hat, ne? Das heißt, wenn er dann frisst oder trinkt, dann gehen die ja mit der Schnauze auch immer hier so dran und schieben den quasi weg. Dann bewegt er sich nicht so schnell. Das finde ich auch ganz cool. Doch, also ich denke, den werde ich bei meiner Mama hinstellen. Aber Sammy ist halt, ne, etwas speziell. So. Ich habe hier so witzige Sachen drin. Das ist ja der Wahnsinn. Taschen-WC, eine Pipi-Box to go. Okay. Was ist das denn, bitteschön? Taschen-WC für den Notfall. Das Notfallpaket. Entschuldigung. Wieso? Wenn die mobilen Pipi-Box-Sanitäranlagen für Veranstaltungen und Baustellen gerade nicht in Reichweite sind. Gott! Nein! Nein, was ist das? Ich will es auspacken. Es ist total bekloppt. Also, nein! 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 Das ist mit so einem Trichter. Oh, ich raste aus. Oh nein, du nimmst dir hier quasi diesen Trichter. Mit Pippi Lissi kann Frau im Stehen pinkeln. Oh nein. Hygienischer Schutz vor Keim. Kein Sitzkontakt mit fremden Toiletten und umweltfreundlicher, aber wir... Oh, und es hat hier so ein Loch unten drin. Nein. Nein. Und dann hältst du dir das dran und kannst da rein pinkeln. Ja, für 1. Mai vielleicht gar nicht so witzig, aber so verkehrt, aber nein. Und hier ist so ein stilles Örtchen drin. Oh Gott, das ist ja super witzig, aber irgendwie halt auch echt creepy. Ey, das packe ich mir ins Auto. Wenn es mal ganz wild wird, man im Stau steht und nicht mehr weiß, wohin mit sich, dann hat man eine Pipi-Box. Oh Gott. Ich finde sowas ultra witzig. Geil. Oh mein Gott. Okay. Dann haben wir hier einen Bluetooth-Adapter. Klingt nach einer guten Verbindung. Bawak PSK. Okay. Ich weiß nicht, was das ist. B419-Konto mit Popcoins-Bonusprogramm für alle von 14 bis 19. Ey, Leute, ich bin 30. Bessere Antworten, wie alles geht. Mit dem Jugendbonusprogramm der Bawak PSK Popcoins sammeln und Vorteile wie Gutscheine, vergünstigte Konzerttickets, Lose für Gewinnspiele und vieles mehr checken. Und zur Kontoeröffnung gibt es einmalig 20.000 Popcoins geschenkt, mehr auf popcoins.at. Okay, sagt mir überhaupt gar nichts. Ich denke, das ist so ähnlich wie Payback oder sowas, ne? Das ist ein Gemüsesuppentopf. Geil. Von Knorr. Ja, ne? Sagst du nichts zu. Machst du Wasser zu. Und dann hast du eine Suppe. Geil. Kann ich jetzt gut gebrauchen. Esse ich mir vielleicht gleich sogar tatsächlich noch, weil ich habe noch gar nicht zu Abend gegessen. Wäre eine coole Geschichte. Bratapfel, Dessert und Müsli-Gewürz. Oh, lecker. Stay spiced. Das finde ich schön. Auch für Kompötte, Röster, Marmeladen und süße Strudel kann man diese Mischung ideal verwenden. Oh, das finde ich cool. Bratapfel, ne? Das ist jetzt richtig, richtig geil. Egal, was für ein Müsli du hast, wenn du es langweilig hast, dann machst du es einfach drüber und dann hast du ein Yum. Das finde ich cool. Bratapfel. Mm. Oh, geil. Ich habe einen Tee, der riecht auch so mega cool. Mm. Richtig, richtig cool. Das habe ich tatsächlich ja letztens erst meiner Kollegin in den Adventskalender gepackt und jetzt habe ich eins für mich. Oder vielleicht bringe ich ihr das auch noch mit. Ich weiß es nicht, weil es ist echt gut bei ihr angekommen, ne? Das ist von Keeper oder von Gigaset and Keeper. Ich weiß es nicht. Und das kannst du sowohl mit Android als auch mit iOS, Apple verbinden, genau. Ja. Ja. Ne? Und das soll relativ simpel funktionieren. Und dann kannst du die App auf deinem Handy installieren und das machst du an deinen Schlüsselbund dran. Und dann verlierst du deinen Schlüsselbund und dann kannst du deiner App sagen, hey, ich habe meinen Schlüsselbund verloren. Und dann klingelt dein Schlüsselbund quasi. Finde ich gut. Es ist pink. 100% UV 400. Ist das eine Sonnenbrille?
Geil. Packaging without plastic, das finde ich auch cool. Filtertabelle, bla bla. Okay. Ja. Das ist eine Sonnenbrille. Nein. Oh, ich glaube, das ist echt eine Sonnenbrille für meinen Freund. Ich glaube, darüber wird er sich freuen. Ich meine, hier steht ein Werbefee drauf, ne? Also Infina, die Wohnbau-Finanzexperten an der Seite. Aber die ist super cool. Also für mich jetzt nicht unbedingt passend, weil ich bin halt eine Frau, ne? Aber ich glaube, das ist das, was die halt reingepackt haben für meinen Freund. Und mein Freund braucht keine Stärke bei der Brille. Da wird er sich, glaube ich, mega drüber freuen. Weil das ist halt auch mit dieser Holzoptik, ne? Das finde ich richtig klasse. Und diese Optik gefällt mir auch. Das ist matt schwarz, ne? Gefällt mir. Finde ich echt schön. Da wird er sich drüber freuen. Hoffe ich, denke ich, meine ich. Ja. Gigaset. Keeping your home safe. The smart alarm from Gigaset. Okay, also hier ist nochmal die Info drin. Hey, dieses Gigaset kannst du übrigens auch als Alarmanlage an dein Haus anschließen. Gar nicht so verkehrt, wenn man vielleicht in einer etwas anderen Wohngegend wohnt. Finde ich cool. So, dann haben wir hier von Freya Snacking Drink für den kleinen Hunger Gurke und Birne. Oh, mit Bio-Basilikumsamen finde ich richtig klasse. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Das hatte ich auch schon mal in diversen Foodboxen drin und das mag ich unheimlich gerne. Also den werde ich mir gleich trinken, das finde ich gut. Gurke und Birne mag ich auch sehr gerne. Gut, dann haben wir hier einen Punsch. Okay, das ist Aroma. Nee, das ist nur Aroma. Punsch, Aroma, alkoholfrei. Sehr gut. Zum Verfeinern von Teigen, Glasuren, Creme und Fondant. Ja, geil. Ne, von Dr. Oetker. Das ist jetzt auch sehr passend für diese Zeit. Das finde ich cool. Punsch. Wonach schmeckt das denn dann? Oh, lala. Boah, das riecht echt sehr alkoholisch, obwohl es ja ohne Alkohol sein soll, ne? Krass, ne? Geil. Also sowas ist dann auch gerne mal mit einem etwas niedrigen MHD. Also das ist jetzt bis Januar haltbar. Das heißt, man muss es dann schon innerhalb eines Monats aufbrauchen. Aber das finde ich gar nicht so verkehrt. Ich weiß gar nicht, wie lange ist denn dieses Gewürz haltbar? Na, das ist noch lange. 5.9.2021. Da sage ich nichts zu. Gut, was haben wir hier? Ja, wie geil. Oder? Doch. Das sind so Viecher, das sind Handschuhe. Damit kannst du deinen Hund massieren und gleichzeitig bürsten. Richtig cool. Sowas habe ich auch tatsächlich schon. Und, aber nicht mit Noppen. Das ist ja geil. Das wird Sammy lieben. Oh. Das musst du halt draußen machen, weil Sammy hart wie Bolle, ne? Und dann gehst du damit so über das Fell. Und dann sammelst du hier auch das ganze Fell und kannst es dann auch abmachen. Aber das ist so richtig schön massierend für den, weil das so Gumminoppen sind. Oh, das ist richtig klasse. Und hier an der Seite hast du das so ein bisschen atmungsaktiver, so ein bisschen Netzstoff quasi. Und richtig, richtig geil. Ist aber auch, ne, du kannst damit auch zugreifen, das ist auch ganz toll. Kannst ihn so streicheln. Oh ja. Ich glaube, das ist ein toller Handschuh, da kann man... Oh, da wieder, da, danke. Da wird Sammy Spaß mit haben. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma ist der? Von Loya Vegas heißt die Firma, okay. Artigos Para Pet Shop. Mhm. Jo. Ne? Cool. 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 Richtig cool. Das hier ist ein... Ist das ein Turnbeutel? Nee, das ist so ein Rucksack, den kannst du so nehmen. Homes Place Premium Fitness Club. More than just fitness. Und ja, das kannst du dann einfach als so einen Rucksack nehmen. Das ist ja irgendwie gefühlt jeder Hersteller... bietet dir aktuell solche Rucksäcke an, die für mich aussehen wie Turnbeutel von damals, ne? Aber dann jetzt auch mit diesem schnieken Oberteil bin ich der perfekte Werbeträger quasi jetzt, ne? Nee, das finde ich richtig cool. Das gefällt mir, ne? Das finde ich klasse, was hier drin war. Also du hast normalerweise in diesen Boxen 5 bis 10 Produkte drin. Ich weiß nicht, ob andere auch so viele Produkte drin haben oder ob das jetzt tatsächlich aufgrund der Kooperation ist. Ich gehe da ja sehr, 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 sehr offen mit um. Das heißt, ich bekomme die Box gratis zur Verfügung gestellt, kann sie hier präsentieren und kann dann hier quasi so eine Auswahl an Produkten zeigen, die dann bei dir auch mit in der Box drin sein könnten. Und ja, ich denke, mein Abendessen ist schon mal safe. Und mir hat der Inhalt der Box richtig gut gefallen. Ich fand es richtig, richtig cool. Ich werde mir gleich Sammy vornehmen und ihn einmal hier mit massieren. Der wird sich freuen. Mein Freund bekommt die Sonnenbrille. Ich werde den Pulli waschen. Und ich werde uns vor allem jetzt erstmal gleich einen Gemüsesuppentopf machen. Mega geil. Vielen, vielen, vielen Dank an das ganz liebe Freebie-Box-Team. Mensch, das ist echt eine geile Kooperation. Das sind coole Produkte. Das sind nicht einfach so Billo-Werbegeschenke oder sowas, sondern das sind Produkte, die du auch wirklich verwenden kannst, ne? Und das finde ich einfach als Konzept richtig geil.
Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!